den Chat schreiben, aber jetzt sind wir ja 30. Genau. Okay, ja, wollen wir beginnen? Dann würde ich sagen, dann möchte ich erstmal alle ganz herzlich begrüßen zu der Veranstaltung heute Abend, zur Situation auf Lesbos. Die Veranstaltung wird gemacht von Solinet Hannover in Kooperation mit dem Flüchtlingsrat Niedersachsen und der Seebrücke Hannover. Und wir haben heute drei Referentinnen hier, Oda Becker, Chiara Weißbrot und Anne Spelz, die alle drei auf Lesbos längere Zeit waren oder immer wieder mal da waren und deswegen auch sehr guten Einblick haben zur Situation der Geflüchteten auf Lesbos. Anne Spelz ist als Fotografin, hat sie dort ein Projekt umgesetzt, Refocus Media Lab, und Fotoworkshops mit Geflüchteten gestaltet, wo sie dann eben, also die Geflüchteten ihre Situation letztlich fotografisch praktisch umsetzen konnten in fotografischen Arbeiten. Chiara Weißbrot war bei No Border Kitchen, da ist bei No Border Kitchen aktiv, NBK, auch abgekürzt No Border Kitchen, und bei Wish, Women in Solidarity House, und wird was zu der antirassistischen und den feministischen Ansätzen dieser Projekte berichten. Und Oda Becker ist und war bei NBK, No Border Kitchen of Lesbos, aktiv und auch in der Kampagne You Can't Evict Solidarity, und ja, hat vor allen Dingen auch den Fokus der Repression gegen Geflüchtete im Auge und wird darüber berichten. Wie wahrscheinlich die meisten von Ihnen und euch mitgekriegt haben, gab es ja letztes Jahr erneut einen Brand auf Lesbos am 8. September 2020, und da in der Folge gab es Verhaftungen von Jugendlichen, die jetzt da praktisch unter der Repression auch leiden. Zu dem allen werden wir heute was hören von den drei Referentinnen. Vielleicht zuvor noch so technische Sachen. Also es gibt hier einen Chat, wenn man unten auf die Leiste geht, falls der Chat noch nicht auf ist, dann muss man unten mit dem Cursor über den Bildschirm fahren und dann geht da eine Leiste hoch und dann sieht man da eben das Symbol mit dem Chat und dann drückt man da drauf und dann kann man in den Chat Fragen stellen, reinschreiben. Während der Vorträge haben wir gesagt, erstmal nur so Verständnisfragen und dann am Ende der Beiträge gibt es dann Raum für Diskussionen und Diskussionsbeiträge. Und, wie gesagt, man kann die Fragen am besten in den Chat stellen, da wir ja doch relativ viele werden, ist das sonst mit den Mikrofonen schwierig. Mikrofon ist auch ein wichtiges Stichwort. Ich bitte alle darum, ihre Mikros, wenn sie nicht selber sprechen wollen und zu Worte kommen wollen, auszustellen, damit es keine Störgeräusche gibt soweit. Und genau, dann kann das Ganze laufen. Vielleicht an dieser Stelle einfach auch schon mal der Hinweis, dass wir auch in der nächsten Woche nochmal eine Veranstaltung, eine gemeinsame Veranstaltung Solinet, Flüchtlingsrat Niedersachsen und Seebrücke Hannover machen wollen. Am Montag, 10. Mai ist das dann, 19:45 Uhr, Theaterstück Die Falle, kann ich am Ende nochmal darauf hinweisen, nur dass alle das schon mal im Kopf haben, dass das hier praktisch eine, naja, kleine Reihe könnte man sagen, ist mit zwei Veranstaltungen. Aber jetzt will ich auch nicht mehr so viel reden, sondern den drei Referentinnen das Wort überlassen. Und ich denke, oder du fängst an, ne? Dann würde ich mich jetzt nämlich stumm schalten und sichtbar machen. Ja, danke schön. Ja, hallo, danke. Hallo allerseits. Danke, Sigi, für die Einführung. Ich... Ich habe mir Folien gemacht, weil ich ansonsten mich verfaseln würde, viel zu lange reden würde. Und wir haben uns das so aufgeteilt, dass jede von uns 15 Minuten erzählt und dann auch noch Zeit für Fragen oder Diskussionen ist. Es geht um die Insel Lesbos.
die hier eingekreist ist, in deutlicher Nähe, ist eine griechische Insel, in deutlicher Nähe zum türkischen Festland. Und daher vor allen Dingen 2015 gewählt wurde für Menschen, die aus Ländern mit Krieg oder anderen schlimmen Sachen, die Situation in Afghanistan wird ja nicht als Krieg gezählt, aber Menschen, die fliehen mussten, wollten, haben das gedacht, wäre ein einfacher Punkt, nach Europa zu gelangen. Weit gefehlt. Es gibt hier auch andere griechische Inseln, die ebenfalls angereist werden, über die wir heute aber nicht reden. Es hat sich auch der Weg über den Landweg herauskristallisiert, dass das viele Leute machen. Auch ein wichtiges Thema, aber auch über dieses möchte ich heute weiter nicht sprechen. 2015 war es so, dass es kostete, wenn Menschen über den Landweg gehen wollten, kostete das 2000 Euro und der Weg übers Wasser kostete 400. Ja, wir wollen über Lesbos reden. Ich will ein bisschen was zur allgemeinen Situation sagen und dann, wie Sigi schon angekündigt hat, über die Kriminalisierung. Dann geht es um zwei Projekte, nämlich um No Border Kitchen und Wish. Und um die Situation, die Quarantänesituation unter Covid-19, das wird Chiara machen. Und Ann erzählt dann von dem Projekt Refocus. Und dann haben wir auch die Gelegenheit, dass wir nicht nur über die Leute reden, sondern dass dann auch zum Glück Leute zu Wort kommen, die dort leben müssen. Ja, fangen wir erstmal ganz kurz an. Ausgangspunkt mache ich jetzt nicht 2015 oder 2016, als ich das erste Mal da war, sondern wir fangen mal einfach, soll ja hauptsächlich um die aktuelle Situation gehen. Wir fangen mal bei dem Brand an. Man sieht oben von Google Maps oder von Earth, Google Earth besser gesagt, das ist eigentlich nur das kleine Camp, nur was dies gepixelt ist, ja ein Militärgebiet gewesen, das alte Moria, deshalb verpixelt. War, erst haben sie gesagt, für 1800 Leute, dann 3000 Leute und letztendlich haben da 20.000 Menschen gelebt und nicht nur in diesem eingezäunten Militärgelände, sondern drumherum wurde ein riesiges Gebiet letztendlich bewohnt. Dann kam der Brand. Gleich neben dem Bereich, wo es so heftig brennt, war das Detention Center im Bereich von Moria, wo die Leute inhaftiert waren, die abgeschoben werden sollten. Die sind sehr spät erst rausgelassen worden. Das wird mir nochmal gruselig, wenn ich das auch sehe, denn die konnten tatsächlich ja nicht fliehen, weil sie eingesperrt waren. Es war nicht das erste Feuer, was es dort gab. Und es war im Grunde genommen Brand, ich will nicht sagen mit Ansage, aber die Situation eskalierte dort immer weiter. Sowohl mit den Menschen, die da gewohnt haben in der Situation unter Covid, als auch mit den Anwohnern. Aber möchte ich heute nicht weiter drauf eingehen. Nee, halt, so. Die Menschen, ich will nur ganz kurz sagen, die Menschen, das ist irgendwie... Ach doch, die Menschen, die dann sozusagen von diesem heftigen Brand fliehen mussten, versuchten von, hier ist Moria, hier unten ist die Stadt Mytilini, dorthin zu gelangen, aber alle Wege, und es gibt hier Zufallsstraßen, wurden blockiert. Entweder durch die Polizeikräfte
oder auch durch die lokale Bevölkerung, die die Menschen nicht im Dorf haben wollen. Es gab dann, waren letztendlich fast alle Menschen in einem Bereich auf dem Weg, warte mal, gehe ich nochmal zurück. Hier ist genau das Bild vor. In einem Bereich vor Mytilini, kurz vor dem Bereich, wo dann das Camp errichtet wurde. Es gab massive Proteste der Menschen. Nie wieder Moria, wir wollen nicht gefangen sein. Asadi, also Freiheit. Und die Antwort war Repression in Form von Tränengas. Aushungern lassen oder bei der Hitze eher dursten. Und es wurde ganz klar gesagt, wer dann nicht in das schnell errichtete Camp geht, dessen Asylverfahren wird nicht weiter betrieben. Und das ist jetzt das Camp, ist noch ein bisschen weiter, hier gibt es noch einen Platz, wurde in kurzer Zeit sozusagen aus dem Boden gestampft. Innerhalb von Tagen wurde dieses Camp errichtet. So lange wurden die Leute da auf der Straße gelassen. Dann wurde dieses Camp errichtet und die Leute wurden ja dahin gezwungen, durch die Repression mit aushungern lassen und der Androhung, die Asylverfahren werden nicht weiter verfolgt. Dieses Camp, ich möchte dazu keine weiteren Bilder zeigen, will aber trotzdem ein paar Sachen dazu sagen. Das Camp ist Mavroni, ist ein temporäres Camp oder wird auch Karatepe genannt. Ich bleibe mal bei dem Namen Moria 2.0. Dieses Camp ist als Wohnort für Menschen total ungeeignet. Ich kann sagen, dass hier in diesem Bereich, in dieser Bucht, wir mal 2016 mit No Border ein Camp hatten für Leute, die nicht im Lager Moria leben wollten und hatten so ein selbstorganisiertes Camp. Wir mussten im Oktober dieses Camp verlassen, weil es einen derartigen Sturm und Regen gab, dass es da nicht auszuhalten war. Ja, in dieser Bucht ist ein Sturm und Regen. Ich erinnere mich noch, ich konnte es gar nicht fassen, als ich gesehen habe, wo dieses Camp errichtet wird. Ja, niemand sollte gezwungen sein, im Schlamm zu leben, in einem Zelt am Meer. Niemand sollte in einem Zelt leben müssen, das er bzw. sie mehrmals am Tag neu aufbauen muss, weil es durch starken Wind oder heftigen Regen immer wieder zusammenbricht oder überflutet wird. Es mangelt an medizinischer Versorgung, Privatsphäre, Nahrung, Strom, fließend Wasser, heißen Duschen, funktionierenden Toiletten und anderen Hygieneeinrichtungen. Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Covid-19 sind unzureichend und eine physische Distanzierung ist unmöglich. Und als wäre das nicht noch genug, bestätigte die griechische Regierung die Befürchtung, es war ja ein alter Militärübungsplatz, dass da in dem Boden gefährliche Bleikonzentrationen sind. Zwischen dem 4. und 9. März ist die griechische Regierung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angewiesen worden, die Rechte von 3 Klienten des Legal Centers Lesbos zu garantieren und sie an einen anderen Ort zu bringen. Die eine Frau kannte ich persönlich, Asia, eine ganz bemerkenswerte Frau, die hatte durch Folter ein Nierenleiden, war schwanger und hatte keine ärztliche Versorgung. Manchmal hat sie mir geschrieben, es ist hier so kalt, ich kann nicht mehr, mein Baby bewegt sich nicht mehr. Obwohl wir eigentlich als NBK keine Leute im Camp unterstützen, weil wir die Strukturen nicht unterstützen, unterstützen wir natürlich auch immer wieder einzelne Menschen, wie wir auch sie unterstützt haben. Aber das eigentlich Richtige war, dass sie von da aus weg konnte. Ich war so froh darüber.
Ja, ganz kurz, bevor wir uns und das die und das macht ja dann an auf die ein, zu den einzelnen Menschen über die einzelnen Menschen reden, doch noch mal auf die Gesamtsituation. Es leben dort in dem Moria 2.0 etwa 7.000 Menschen. Darunter sind sehr viele kleine Kinder. Man sieht hier aufgetragen, das ist dieses temporäre Camp Mavroni heißt es ja offiziell, bleiben wir mal bei Moria 2.0. Es gab ein Camp, was von der lokalen Regierung betrieben wurde, Karatepe. Das ist dann daneben. Da gibt es nicht Zelte, sondern Container, eine Schule, einen Fußballplatz, eine deutlich bessere Versorgung. Dort waren vor allen Dingen Menschen, wo jemand krank in der Familie war oder mit kleineren Kindern. Es ist an Menschenverachtung nicht zu übertreffen. Wurden Ende letzter Woche diese Menschen umgesiedelt in Moria, zu Moria 2.0. Die wurden nicht einfach umgesiedelt, sondern im Morgengrauen rübergejagt. Wo kommen die Menschen her? Es sind immer noch vor allen Dingen Menschen auf Afghanistan, aber auch aus dem Kongo, aus Syrien sind noch Leute da, Somalia und Irak und dann eine Menge andere Länder noch. Es sind sehr, sehr, sehr viele Kinder. Es sind Männer. Die Hälfte der Männer sind sozusagen Single Men, die andere Hälfte gehören zu Familien. Wie ist die Situation? Es kommen kaum noch Menschen an. In der Woche waren es 16. Nee, warte mal, ich will mal hier die Grafik erzählen. Hier sieht man so in den Wochen, wie viele Menschen pro Woche so angekommen sind. Das sind die Zahlen im letzten Jahr. Und schön wäre es ja, wenn es daran liegen würde, dass Menschen keinen Grund mehr haben zu fliehen. Wenn man sieht, was gerade jetzt in Afghanistan passiert oder in anderen Teilen der Welt, dann weiß man, dass das nicht der Grund ist. Komme ich sofort zu. Hier sieht man die Departures to the Mainland, also die Menschen, die sozusagen die Insel verlassen durften. Einige sind ja im Relocation-Programm auch nach Deutschland gekommen. Das ist ja jetzt beendet. Das heißt, diese 7.000, die jetzt noch da sind, was ist mit denen? Die Menschen selbst, so erinnere ich das vor einem Jahr, auch da gab es Demonstrationen und da haben die Menschen gesagt, als sie noch nicht in dem noch menschenverachteren Camp sind als Moria 1, jetzt in Moria 2 ist es ja einfach noch mal von den Bedingungen schlimmer und von dem Wetter und es ist nass und kalt. Haben sie gesagt, okay, nichts essen, im Zelt wohnen, das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass wir keinen Schutz kriegen. Das Problem sind die unfairen Asylverfahren. Das ist das eigentliche Problem. Und da will ich nur mal ganz exemplarisch was aus den letzten Monaten dazu sagen. Nach dem Feuer waren die Asylverfahren, war erstmal alles zu, alles vorbei. Und dann Anfang des Jahres hat das Asylbüro angefangen, negative Bescheide rauszugeben, obwohl es überhaupt keine Anwältinnen verfügbar waren, die den Menschen ja rechtsmäßig zustehen. Also ohne Rechtsbeistand kann ein Mensch gar nicht verstehen, warum der Antrag abgelehnt wurde und einen sinnvollen oder einen erfolgreichen Widerspruch formulieren. Relativ schnell sich die Rechtsvertreterinnen auf der Insel zusammengesetzt, einen offenen Brief geschrieben an den Ombudsmann, an alle Presse gegeben. Jetzt ist es so, dass also relativ schnell wurde an der Stelle darauf reagiert, dass die Menschen jetzt, wenn sie negativ Bescheid kriegen, auch einen Termin bekommen für einen Pflichtverteidiger, mit dem sie dann den Widerspruch einlegen können. Wenn man denkt, damit ist alles gut, muss ich ganz kurz ein kleines, aber für mich brutales Erlebnis erzählen. Wie ein junger Mann, den ich kenne, aus dem Irak geflohen, schlimmste Sachen erlebt.
mich anrief, der gerade hinging und seinen negativen Bescheid abgeholt hatte, völlig unerwartet. Er konnte gar nicht fassen, dass er einen negativen Bescheid kriegt, also dass sein Asylersuchen abgelehnt ist, kriegt den Termin für, mit Skype natürlich, für seinen Pflichtverteidiger und rief mich an und sagte, ich kann nicht mehr, kannst du mich hier abholen? Weil das ist irgendwie, das ist so auf dem Berg, da, ne, kannst du mich hier abholen? Und ich bin dann, ja, ich bin in 10 Minuten da, bin hin, stehe da mit dem Auto, sehe ich ihn, wie er da mit Polizisten an der Tür vom Asyloffice diskutiert, denke, was geht da ab, was ist los? Kommt der, schafft es gerade noch ins Auto, bricht dann heulend zusammen und sagt, die wollten mich nicht rauslassen, ich muss hier auf den Bus warten und außerdem, ich musste meine Tasche abgeben und daraus haben sie mir jetzt alle Sachen geklaut. Naja, also, ne, das mal so, okay, wie, ja, es gibt weitere Verfahrensverstöße, wir haben das mehrfach erlebt, dass Menschen, die wir kannten, am Abend angerufen wurden, es war ja nach dem Brand alles ausgesetzt, dann war klar, die Asyl, die Anhörungen sollen ganz schnell durchgeführt werden. Das heißt, das ging wirklich tacker, tacker, tack. Und es war dann halt tatsächlich so, dass Leute abends angerufen haben, gesagt, morgen früh musst du um 7 da sein, du hast deine Anhörung. Dass das stößt sozusagen gegen EU-Recht. Ja, ich hatte eben ja schon gesagt, das ist leider nicht der Grund, dass nur noch so wenig Leute ankommen, dass der darin liegt, dass es keine Fluchtursachen mehr gibt, sondern unter anderem liegt das an den systematischen Pushbacks, die die griechischen Behörden machen. Es ist mehrfach vorgegeben und es gibt einen Bericht dazu, wo es mehrere Zeugenaussagen gibt, auch die, also das ist belegt, ich könnte da jetzt viel drüber erzählen, will ich aber an der Stelle nicht, man kann es eigentlich überhaupt gar nicht fassen. Man kann es nicht fassen, dass Menschen, die geflohen sind, die froh sind, Europa erreicht zu haben, dann von Vertretern von Europa zurückgebracht haben aufs Meer, ohne Handys, ohne Klamotten, auf diesen Rettungsinseln zum Beispiel ausgesetzt werden. Unfassbar. Das passt aber sozusagen zu dem Bild der Kriminalisierung von Flucht. Am letzten Freitag ist ein junger Mann, der aus Syrien geflüchtet ist, verurteilt wegen illegaler Einreise und Beihilfe zur illegalen Einreise und das zu 52 Jahren Haft. Dieser Mann floh mit seiner Familie vor dem Bürgerkrieg in Syrien, er floh in die Türkei. Die Türkei schickte in der Zeit Gefangene zum Militäreinsatz nach Libyen. Er weigerte sich, wurde gefoltert. Es gelang ihm dann mit seiner Frau und seinen 3 kleinen Kindern, 4, 6 und 7, in die EU zu fliehen. Aber er hatte Pech, als die Familie die griechische Insel Chios, also nicht Lesbos, sondern die Nachbarinsel Chios erreichte. Das war genau im März. Da gab es die Spannung zwischen Griechenland und der Türkei. Und ihm wurden wie allen Menschen das Recht auf Asyl verweigert. Damit nicht genug. Er wurde auch noch, und das auch zu Unrecht, beschuldigt, dass er das Boot gesteuert hat, mit dem er sozusagen gekommen ist und noch andere Geflüchtete. Und deshalb kriegt er diese Anklage wegen Beihilfe zur illegalen Einreise. Und das ist tatsächlich eine systematische Praxis. Man mag das gar nicht glauben. Man hört bisher noch wenig darüber. Ich hoffe, dass morgen oder auf alle Fälle noch diese Woche über diesen Fall und mit Interview auch seiner Frau zumindest in der Taz ein Artikel darüber erscheinen wird. Denn das ist ein systematisches Vorgehen. Der griechische Staat will was gegen sogenannte Schmuggler oder Schlepper machen und versucht immer, eine Person auszugucken und zu sagen, du bist das Boot gefahren. Der griechische von der Küstenwache, der hat gesagt, ich habe gar nicht gesehen, der das Boot gefahren hat. Aber er wurde trotzdem verurteilt. Oft dauern diese Prozesse nur wenige Minuten.
Und es gibt Fälle, wo die Menschen dann zu 100 Jahren Haft verurteilt werden. In diesem Fall gelang es Anwältinnen immerhin nur 52 Jahre Haft rauszuhandeln, sage ich mal. Und die Berufungsverhandlung wird in einem Jahr sein. Wir von der Kampagne You Can't Evict Solidarity haben dazu etwas auf unserem Blog geschrieben. Ich komme dann gleich nochmal dazu. Komme ich zum komme ich zur nächsten Sache der Kriminalisierung. Kurz nach dem Brand im September 2020, als doch das ein ziemliches Ereignis sich auch in den Medien abspielte und wo ziemlich viele Berichte über den Hotspot kamen, hat man sehr schnell, und das kochte tatsächlich auch die Medienerstattung sehr schnell runter, man hat die Schuldigen verhaftet. Es waren sozusagen sechs junge Menschen, vier junge Männer, zwei Minderjährige, alle aus Afghanistan. Man hatte, die ganze Verhaftung stützte sich auf einen Zeugen, ein sogenannter Community Leader, jemand aus der afghanischen Community, den man dazu motiviert hatte, eine Zeugenaussage zu machen. Die Motivierung, dass er diese Zeugenaussage gemacht hat, dafür gibt es mehrere Mittel, zum Beispiel drohen oder versprechen, die Insel verlassen zu dürfen. In diesem Fall war es eine Mischung. Denn es war ganz wichtig und gewollt, diese sechs Menschen jetzt als Sündenbocke für das Versagen von der EU und Griechenland, dass sie dafür herhalten sollten. Als ich das letzte Mal da war, am 9. März passierte das, die beiden Minderjährigen hatten den Prozess. Es war am 8. März. Das war ja praktisch sechs Monate nach dem Feuer. Die Zeit für die Untersuchungshaft war abgelaufen. Man wollte sie nicht freilassen, sondern man wollte ihnen noch schnell den Prozess machen. Einer der beiden Minderjährigen hatte Fieber, deshalb wurde der Prozess kurz unterbrochen für einen Tag. Und nur dadurch gelang es, diesen beiden Minderjährigen noch einen Anwalt bzw. eine Anwältin zur Seite zu stellen. Und daher wissen wir überhaupt nur, wie der Prozess gelaufen ist. Dieser Belastungszeuge, über den ich eben schon gesprochen habe, der war gar nicht da. Der ist nämlich inzwischen nicht mehr auffindbar. Aber es gibt die schriftliche Aussage, das reichte dem Gericht. Ein Polizist war noch da, der hat ausgesagt, der hat gesagt, er hat einen kleinen, schmächtigen Jungen gesehen von hinten, aber er hat ihn eindeutig identifiziert. Die beiden Minderjährigen sind jetzt nicht besonders groß, aber durchaus nicht klein und schmächtig, gerade nicht, wenn man sie im Verhältnis zu dem aussagenden Polizisten sieht. Dennoch wurden die beiden Minderjährigen verhaftet, verurteilt, zur Brandstiftung mit Gefährdung von Menschenleben, zu 5 Jahren Haft verurteilt. Der Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, da haben sie wenigstens Freispruch bekommen und auch die Anwältinnen haben auch hier wieder Berufung eingelegt. Der Prozess gegen die vier weiteren Angeklagten wird am 11. Juni, also schon bald, in Rio stattfinden. Jetzt wissen wir das von dem Prozess. Das heißt, der Prozess wird solidarisch begleitet. Das heißt, es gibt ein internationales Beobachtungsteam, aus Anwältinnen und es soll auch ein internationales Presseteam geben. Wer dazu mehr wissen möchte oder wer sozusagen an der internationalen Beobachtung teilnehmen möchte, indem er diese Nachricht nur diese Ungerechtigkeit auch weiter verbreitet oder eine solidarische Aufmerksamkeit hat. Can't Evict Solidarity ist unsere Kampagne. Ja, dann bin ich mal weg von der Kriminalisierung zu einem anderen Projekt, nämlich zu No Border Kitchen Lesbos. Wir supporten People on the Move. Das heißt, wir wollen nicht die Trennung zwischen Geflüchteten und Migranten, also wer hat das Recht auf Asyl oder nicht, sondern es sind People on the Move. Wir sind
anarchistisch und selbstorganisiert. Wir lehnen Grenzen ab, ne? No Border, versteht sich. Wir arbeiten nicht mit dem Staat zusammen. Und wir sind ein Team aus aller Welt. Das heißt, auch Leute, die sozusagen anders als ich kommen und gehen auf die Insel, sind auch Menschen da, die nicht kommen und gehen können, sondern die mal als Menschen on the move oder als Geflüchtete auf die Insel gekommen sind. Was machen wir? Wir unterstützen Menschen, die nicht im Camp wohnen. Die 1000 Menschen, die in der Stadt wohnen. Oder auf Dörfern. Wodurch? Täglich warmes Essen mit Brot und Früchten. Durch wöchentlich sogenannte Foodboxen. Soll man hier auf dem Bild sehen. Die sehen inzwischen tatsächlich besser auf, weil wir überlegt haben, dass wir mehr Geld dafür ausgeben, dass die Leute sich gut ernähren können. Also weniger Dosen, mehr frische Sachen, Obst und Gemüse, um ja nicht in diesem Camp zu sein, sondern sich selber versorgen zu können. Sie kriegen auch Hygieneartikel, Kleidung, Arztbesuche. Und letztendlich alles, was wir irgendwie bezahlen können, was die Menschen nicht können und die immerhin den Mut haben, dieses Camp zu verlassen und mit dem wenigen Geld, was sie sozusagen als staatliche Unterstützung oder aus familiärer Unterstützung bekommen oder auch über Arbeit, in Griechenland dürfen Leute arbeiten, für eine Wohnung ausgeben, dann mit uns dafür ermutigt werden, dieses Camp zu verlassen und von uns unterstützt werden. Und das ist keine reine, sage ich mal, Support-Geschichte, sondern wir spielen auch zusammen Fußball. Also ich spiele nicht Fußball, aber andere von uns spielen Fußball. Ach ja, hier habe ich auf dem Bild noch das Essen. Das ist dann leider viel Plastikmüll. Aber ja, auch Essen oder ja, verschiedene andere gemeinsame Aktionen. Okay, das war mein Teil. Ich übergebe an Chiara. So, hallo Esma. Oder ganz kurz, da wurde gerade eine Frage gestellt, die kannst du dann vielleicht selber beantworten noch. Okay. Genau, ich habe auch eine Präsentation, die mache ich gleich an. Zu mir, ich war jetzt die letzten anderthalb Jahre auf Lesbos, seit September 2019 und habe auf der einen Seite eben mit No Border Kitchen Wish gearbeitet, war allerdings auch als Studentin da und hatte 2 Auslandssemester dort. Genau, aber jetzt fange ich erstmal an. Ich mache direkt mit No Border Kitchen nochmal weiter und muss erstmal hinkriegen, wie ich die Präsentation wieder anmache. So. Haben wir hier. So, ich glaube, das hat geklappt. Warum sehe ich ihn jetzt dich oder? Ich kann, weiß ich nicht, kannst mich wegschieben. Mache ich mal. Okay. Genau. Ich wollte nochmal auf den Brand eingehen und was No Border Kitchen in der Zeit gemacht hat. Wie man auf dem Bild jetzt sieht oder auch in Odas Video, der Brand war extrem hoch und extrem schnell. Das lag auch daran, dass an dem Tag ein sehr starker Wind auf der Insel geherrscht hat. Das heißt, das hat sich einfach ausgebreitet wie nichts. Die Menschen haben versucht zu fliehen, weg von dem Feuer. Und genau, wurden dann innerhalb von den Blockaden, was Oda auch schon angerissen hat, festgehalten. Das war jetzt so ein bisschen, um das hier zu zeigen, also hier der rote Bereich, den man sieht, das war das Camp. Hier der orangene ist Moria Village. Genau, und die meisten haben versucht, Richtung Mytilini zu kommen und wurden dann spätestens kurz nach dem existierenden Camp von Karatepe von der Polizei gestoppt. Auf der anderen Seite, das ist jetzt hier noch ein bisschen falsch dargestellt, weil das eine spätere Zeichnung war, auf der anderen Seite Richtung zum Dorf Panayuda, was da oben kommt, war eine Blockade von Faschisten in der ersten Nacht, die eben dafür gesorgt haben, dass die Leute auch nicht in die andere Richtung fliehen konnten. Genau, die Blockade wurde am nächsten Tag dann von der Polizei ersetzt quasi. Hier, man sieht meine Maus, hoffe ich, hier war an sich auch nochmal eine Polizeiblockade, dass diese Straße nicht weiter begangen werden konnte. Das heißt, die Menschen saßen in dieser Ecke fest,
Später hat die Polizei die Blockade Richtung Mytilini noch mal ein bisschen enger geschoben, zum Meer hin auf der anderen Seite. Genau. Das Ganze zog sich 9 Tage lang. Und in der Zeit waren extrem furchtbare Umstände. Die Menschen lebten nur auf dieser Straße. Das ist eigentlich so eine große Zufahrtsstraße. Es gab kaum Sonnenschutz oder ja, irgendwas, um sich zu schützen. Es gab keine Essensversorgung oder Trinkversorgung, die irgendwie gut geregelt wäre. In der gesamten Zeit eigentlich nicht. Genau, und wir als No Border Kitchen haben dann versucht, irgendwie die Menschen mit Essen und Getränken wenigstens teilweise zu versorgen. Den ersten Tag habe ich verpasst, weil ich selber zu dem Zeitraum das erste Mal im Urlaub war auf einer anderen griechischen Insel. Und dann, als ich gehört habe, was passiert war, eben schnellstmöglich zurückgekommen bin. Es war eine sehr chaotische Situation. Insgesamt viele andere Organisationen und NGOs haben gesagt, wir machen erstmal gar nichts, bis eine neue Struktur entstanden ist, bis irgendwie ja das geregelt ist und wir wissen, was wir machen können. Das heißt, dadurch fehlte nochmal mehr Unterstützung in diesem Zeitraum. Genau. No Border Kitchen hat in der Zeit angefangen, wieder selber zu kochen. An sich haben wir bekommen das Essen von einer anderen Organisation, was wir verteilt haben. Genau, aber das war nicht mehr ausreichend, weil die andere Organisation auch versucht hat, ihr Essen dorthin zu bringen. Das heißt, wir haben auch wieder angefangen zu kochen, was man auf den Bildern ganz schön sieht. Das war auch sehr offen für jeden, der mithelfen wollte. Und ja, das waren dann je nach Tag 500 bis über 1000 Essen, die wir geschafft haben und dann verteilt haben. Zudem haben wir natürlich auch noch Wasser mitgenommen, weil tatsächlich, was Oda auch kurz erwähnt hatte, war das Hauptproblem, dass Wasser gefehlt hat. Also es waren in den ersten 3 bis 4 Tagen super viele Menschen, die dehydriert waren, wo man seine Mundrinnen gesehen hat, das einfach völlig ausgedürstet war. Genau. Natürlich ist das, was wir erreicht haben, auch nur ein Teil der Gruppe. Es waren ja bis zu 10.000 Menschen zu der Zeit in dieser Area eingeschlossen. Genau, aber wenigstens einen Teil konnten wir erreichen. Wir haben das dann jeden Tag neu organisiert, weil ja sich jeden Tag irgendwas geändert hat an der Lage, an wo waren die Polizeiblockaden, haben sie uns durchgelassen oder nicht. Besonders nach den ersten paar Tagen, als das neue Camp ansatzweise fertig war sozusagen und der Plan war, dass alle in das neue Camp gehen, wurde es auch illegalisiert, Essen zu verteilen. Also es wurde unter Strafe gestellt. Wir haben trotzdem versucht, Wege zu finden. Ich gehe da nochmal ganz kurz zurück. Wenn man jetzt hier sieht, dieser ganze Bereich hier ist an sich so, sind Olivenhaine und kleine Dirt Roads. Und wir haben es dann geschafft, über diese Straßen uns zum Teil da reinzumogeln und das Essen trotzdem zu verteilen. Genau. Es war eine sehr turbulente Zeit und wir haben ja sehr, sehr viel diskutiert, also es ging den ganzen Tag kochen, verteilen. Am Abend hatten wir dann Meetings, meistens von 8 bis 1 Uhr nachts und versucht, irgendwie den nächsten Tag zu planen. Und meistens kam dann doch wieder irgendwas dazwischen, wie irgendwie ein faschistischer Ziegenhirte, an den erinnere ich mich noch, der auf dem einen Weg war, den wir eigentlich genutzt haben, um da reinzukommen, und den dann blockieren wollte. Ja, verrückte Zeit. Und das Schlimmste war dann an sich, als, wie Oda auch gesagt hat, durch diese Repression der Polizei, die Menschen gezwungen wurden, in dieses neue Camp zu ziehen, was absolut provisorisch war. Die Zelte standen noch nicht richtig. Es gab keine Planen oder Paletten, geschweige das. Genau, und dann durch eben kein Essen und durch polizeiliche Gewalt wurden dann alle reingezwungen. Und das war der Moment, wo die meisten Menschen, super viele Menschen zusammengebrochen sind, super viele der Helfer richtige emotionale Breakdowns hatten. So eine sehr schwierige Zeit, weil jeder gehofft hatte, dass irgendwas sich ändert, dass die Leute evakuiert werden. Ärzte ohne Grenzen hat super viele Statements gemacht dazu, dass die Zustände nicht ausreichend durch Corona auch absolut unwürdig ist. Genau, uns hat sich einfach nichts geändert. Es wurden alle in das neue Camp gepusht, was von den Bedingungen her schlimmer war als Moria selber. Genau. Ja, das ist nochmal ein Bild vom alten Camp. Das zeigt an sich den Hauptteil von Moria selbst, das Militärgelände, in dem das Camp am Anfang errichtet wurde. Das Graffiti entstand nach dem Brand. Und ja, das finde ich eine ganz gute Aussage dazu.
Jetzt möchte ich aber springen, und zwar möchte ich noch was zu WISH sagen. WISH steht für Women in Solidarity House. Das ist ein Frauenprojekt, was zur Stützung und ja, zum Aufmerksammachen auf die Struggles für Frauen in den Camps und grundsätzlich Frauen, die fliehen müssen, gerichtet ist. Die Gruppe besteht nur aus Frauen und primär aus geflüchteten Frauen. Es gab immer nur so, ich weiß nicht, 2 bis 4 Europäerinnen oder auch mal Griechen mit dabei im Team. Genau, aber die meisten der Frauen, die das organisiert haben, waren eben selber geflüchtet. Und zwar auch ein unhierarchisches Projekt. Alles wurde in Meetings zusammen besprochen und geplant. So, zum Einstieg wollte ich dazu einen ganz kurzen Ausschnitt aus dem Video, was die Gruppe gemacht hat, zeigen, weil das einen ganz guten Einblick gibt, finde ich. Ich hoffe, das klappt und ihr hört das jetzt. Okay, wie mache ich jetzt weiter? Okay, super. Ja, der Rest des Videos ist auch sehr sehenswert, aber, jetzt ist auch sehr sehenswert, dafür habe ich jetzt nur keine Zeit, aber den könnt ihr euch selber anschauen. Das findet man auch auf der Facebook-Seite von WISH, Women in Solidarity House, genau. So, was haben wir gemacht? Die Gruppe hatte verschiedene kleinere Projekte oder auch zum Teil Kleingruppen. Eine davon war die Mediengruppe, die auch das Video gestaltet hat. Da waren die meisten der Frauen auch mit aktiv drin. Und genau, es ging darum, Videos zu erstellen, die entweder grundsätzlich die Situation zeigen sollten, auch aus Sicht Geflüchteter, und auch besonders eben nochmal ein Augenmerk auf die Frauen gesetzt zu setzen. Genau, dann hatten wir auch ein Nähprojekt, wo einige der Frauen, die selber schon Erfahrung hatten, angefangen haben, Taschen zu nähen und das auch an andere Frauen zu unterrichten. Die Taschen wurden dann auf Spendenbasis verkauft und das Geld fließt direkt an die Näherin selber, um irgendwie den Lebensunterhalt ein bisschen weiter zu sichern, weil die meisten, die mittlerweile im Projekt aktiv sind, es geschafft haben, aus dem Camp rauszukommen und in Mytilini zu leben. Genau. Eine andere Sache ist, was haben wir noch? Genau, waren Gruppen, also oder Treffen, wo wir uns über politische Themen ausgetauscht haben. Zum Beispiel weiß ich, dass wir einmal den neuen Migration Pact zusammen besprochen haben. Aber auch andere Themen. Manchmal haben wir Dokumentationen geschaut und darüber diskutiert. Es ging darum, vor allem politisches Wissen weiterzugeben, zu verbreiten und auch ein bisschen gegen die Gerüchteküche, die im Camp selber herrschte, gegenzuwirken. Und dann ein Hauptprojekt waren Hygienetaschen. Hygienetaschen im Sinne von alle wichtigen Hygiene-Items, Shampoo, Seife und so weiter, in einer Tüte, und das ging an Geflüchtete, die im Camp lebten. Nicht nur an Frauen, sondern auch auf jeden Fall an alleinreisende Männer, die grundsätzlich ziemlich wenig Unterstützung bekommen durch die NGOs, weil alleinreisende Männer eher ein Negativbild haben und sich nicht so gut für Spendenkampagnen eignen. Genau, deswegen haben wir auch darauf geachtet, diese zu unterstützen. Das Projekt hat dann sehr viel Überhand genommen, besonders im zweiten Lockdown, weil es unglaublich schwierig wurde zu organisieren und weil zum Beispiel nur noch 2 Menschen in einem Auto sitzen durften, die Geflüchteten das Camp kaum noch verlassen durften oder nur zu bestimmten Zeiten und so weiter. Aber alle Frauen im Projekt waren unglaublich motiviert, es trotzdem irgendwie zu schaffen, die Menschen zu erreichen, weil eben die Umstände in dem neuen Camp so furchtbar waren. Genau, dass da der Wille groß war, dass wir das hinkriegen. Das sind so die Hauptthemen gewesen. Jetzt möchte ich noch mal einen
Punkt weitergehen, nicht zu einem Projekt, sondern zu dem Thema Covid und Corona. Nicht und Corona, Covid, Corona. Und dem Lockdown in Griechenland. Griechenland hat im März direkt bis Mai einen sehr, sehr harten Lockdown gefahren. Das heißt, es hat eigentlich von 0 auf 100 alles geschlossen gehabt und man durfte nur noch mit einem von 7 Gründen das Haus verlassen, musste dazu SMS schicken und sowas. Also völlig, sehr überwacht. Es gab viele Polizeikontrollen auch in dem Ort oder auf Zufahrtsstraßen. Und an der Stelle ging eine starke Trennung nochmal zwischen Geflüchteten und der Bevölkerung der Insel, also Griechen und Europäer, die dort helfen. Das ging nochmal stark auseinander, weil die Camps, die Hotspots, wurden auch unter Ausgangssperre gesetzt in dem Zeitraum. Allerdings galten nicht dieselben Regeln. Die Geflüchteten durften das Camp eigentlich gar nicht verlassen. Am Anfang besonders gab es eigentlich keinen Grund, außer wenn man eine Arbeitserlaubnis hatte, also eine Bescheinigung, dass man arbeitet. Oder wenn man es geschafft hat, bei der Polizei eine Bestätigung, eine Erlaubnis zu bekommen. Das war aber super schwierig, weil ja, da, zu dem Zeitpunkt waren das, weiß nicht, 13.000 im Camp, glaube ich. Und ja, dass davon jeder eine Erlaubnis bekommt bei der Polizei, funktioniert nicht so gut. Das wurde umgesetzt, indem Straßenblockaden von der Polizei um das Camp rum errichtet wurden. Die konnten das natürlich jetzt nicht komplett blockieren, weil, wie Oda gezeigt hatte, der Olive Grove geht komplett um diesen eingesperrten Bereich. Das heißt, es war nicht wirklich möglich, es komplett abzugrenzen. Die Menschen konnten das Camp auf Umwege auch immer noch verlassen. Allerdings gab es dann natürlich wiederum Kontrollpunkte auf den Wegen und es wurde auch klar nach Racial Profiling Geflüchtete rausgezogen und ja, damit Fines von 150 Euro belegt, wenn sie zum Einkaufsladen gelaufen sind. Ja, schwierige Zeit. Noch schwieriger oder noch fragwürdiger wurde es besonders, als der griechische Lockdown an sich gehoben wurde. Das war im Mai. Wurden Stück für Stück alle Beschränkungen wieder aufgelockert, bis hin zu Bars, Cafés, Restaurants offen, Tourismus erlaubt. In dem Zeitraum wurde allerdings der Lockdown für das Camp nicht gelüftet, sondern weitergehalten. Und zwar immer wieder für 2 Wochen. Meistens wurde das bekannt gegeben am letzten Tag des so gesagt angekündigten Zeitraums. Was auch zu dieser Aussage, die auf der Folie jetzt steht, hinführt. Das war von einem Freund von mir, den ich gefragt hatte, ob er mit der Zeit die Hoffnung verliert, dass die Ausgangssperre je endet. Und er sagte, all the refugees, all the time. Today finish? No, continue. We hope that one day finish. Ja, das zeigt an sich so, ja, mit der Zeit haben alle eigentlich die Hoffnung verloren. Die ersten 2 Wochen oder so, also die ersten zwei Verlängerungen war immer noch so ein bisschen, okay, jetzt geht's vielleicht wieder auf, aber es wurde an sich bis heute nicht wirklich beendet. Es gab immer wieder Veränderungen, wie viele Menschen pro Tag zum Beispiel das Camp verlassen dürfen oder zwischendurch durften die Leute auch für die 7 Gründe also einkaufen, Arzt oder sowas, das Camp verlassen. Immer wieder im Wandel, aber insgesamt wurde der Lockdown nicht komplett aufgehoben, was nicht wirklich begründbar war. Also die Begründung, die in den Medien stand, durch die griechische Regierung, war zur Sicherheit der lokalen Bevölkerung, was allerdings nicht wirklich eine gute Begründung ist, weil es in dem Camp Moria bis Ende August oder Mitte August keinen einzigen Covid-Fall gab, während in der griechischen Bevölkerung im März der erste Covid-Fall aufgetreten ist und genau bis August eigentlich nur Fälle in der griechischen Bevölkerung waren, vor allem auch unter Priestern. Dazu hat MSF, also Ärzte ohne Grenzen, auch einige Statements gemacht, dass das absolut, dass es keinen Grund gibt, dieses Camp abzuschließen. Genau, allerdings spielt da natürlich auch die Angst, die Hygieneangst der Bevölkerung und so weiter eine Rolle und wurde durch diese Medienaussagen stark verstärkt. Ja, zuletzt zu Corona, was Oda auch schon angedeutet hat, gab es natürlich keine Möglichkeit zum Selbstschutz. Das Camp, die Leute haben zum Teil, weiß nicht, zu 25 sind in Zelten gewohnt. Jetzt im neuen Camp leben die alleinreisenden Männer mit
plus minus 150 Leuten, zum Teil waren es 200 Leuten in einem Zelt. Hygienebedingungen absolut nicht akzeptabel und ja, Raum zur Isolierung auch nicht vorhanden. Ja, genau. Mit diesem schönen Blick schließe ich ab und gebe das Wort mal weiter an Ann. Okay, war stumm. Okay, könnt ihr mich hören? Kann vielleicht jemand einmal sagen, ob er mich hören kann? Ja, wir können dich hören. Wunderbar. Okay. Dann versuche ich jetzt mal meinen Bildschirm freizugeben. Und zwar. So, könnt ihr ein Foto sehen? Oder seht ihr nichts? Ich sehe nur eine weiße Seite. Okay, das ist blöd. Ich versuche das einmal. Okay, jetzt müsste es klappen. Wunderbar. Okay. Genau. Also mein Name ist Ann. Ich war von Ende Oktober bis Anfang Januar auf Lesbos. Und zwar, weil ich das Projekt von Refocus unterstützt habe in der Zeit. Und zwar, Refocus ist ein Projekt, das gegründet wurde von Douglas und Sonja. Douglas kann man hier auf dem Bild links sehen. Und es ist ein Projekt, die zum Ziel haben, Geflüchteten journalistisches Wissen zu übermitteln. Sie machen Video- oder Fotoworkshops mit Geflüchteten oder auch in der Zeit, als ich da war, gab es auch Podcast-Workshops. Und es hängt immer ein bisschen davon ab, welche freiwillige oder zusätzliche Lehrerinnen gerade da sind, um unterschiedliche Workshops machen zu können. Genau, Ziel von Douglas und Sonja, von den Gründerinnen von Refocus, ist es auf jeden Fall, die Interessen und Talente der Studentinnen zu unterstützen und zu fördern. Und ob es jetzt ist, weil manche einfach Interesse an Fotografie oder Videos haben oder andere wirklich mit dem Anspruch dahin kommen, über ihre Situation zu berichten, das ist eigentlich irrelevant. Also alle sind willkommen. Man kann sagen, dass Refocus durch den Lockdown international in den Vordergrund gerückt sind, da sie im ersten Lockdown, also im letzten März, die einzigen oder einer der wenigen waren, die Zugang hatten zum Camp und Zugang zum Foto- und Videomaterial von Geflüchteten, Zugang zu Foto- und Videomaterial. Und zudem war es von den Geflüchteten selber gedreht und gemacht worden. Deshalb war es in der Zeit, wie schon gesagt, Foto- und Videomaterial, was von vielen quasi gesucht, also ich sage nicht das richtige Wort, aber was viele haben wollten. Mittlerweile werden sie immer wieder von teilweise großen Medien angefragt, um bestimmte Videos oder Fotos zu bekommen. Unter anderem arbeiten sie manchmal mit BBC oder auch schriftlich mit Al Jazeera zusammen. Genau. Und ich fand, also im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich es auf jeden Fall ein sehr inspirierendes und spannendes Projekt finde und vor allem auch sehr bemerkenswert, was für einen Zugang Sonja und Douglas zu den Studentinnen hatten, weil sie außerhalb von den Kursen auch immer noch mit ihnen gegessen und am Wochenende Zeit mit ihnen verbracht haben. Also es ging auf jeden Fall nicht nur um irgendeine Wissensübermittlung. Genau, das war einmal kurz die Vorstellung von Refocus. Dann würde ich sagen, ich kann meinen Fokus nicht weitermachen. Ich muss einmal kurz die Freigabe unterbrechen. Müsste man das nächste Bild sehen? Ich lasse es mal klein. Genau, als ich auf Lesbos angekommen bin, bin ich quasi sofort, mir ist gefühlt jeden Tag was anderes passiert. Ich war vor Ort, als PIGPA, ein anderes selbstorganisiertes Camp, evakuiert wurde. Hier ist ein Foto von dem Tag,
von der Evakuation, als die Menschen in das Camp Karatepe unter anderem gebracht wurden, das jetzt, wie Oda schon erzählt hat, letzte Woche auch wiederum, wo die Leute auch wiederum umgesiedelt wurden. Genau. Dann kam noch dazu, dass auch irgendwie die Kurse jeden Tag anders waren, weil an manchen Tagen die nur eine bestimmte Anzahl von Menschen das Camp verlassen konnten. An anderen Tagen gab es die Regelung wohl irgendwie nicht mehr. Also es war alles immer ein bisschen, chaotisch. Genau, hier ist der Ort, an dem die Kurse von Refocus stattgefunden haben. Das heißt OHF, ein Ort, an dem unterschiedliche Workshops im Allgemeinen für Geflüchtete angeboten werden. Und am Anfang hat der Tag wohl noch so ausgesehen, dass wir uns erstmal alle nachmittags getroffen haben, alle zusammen gegessen haben und dann erst die Workshops angefangen haben. Ganz konkret will ich aber, das erklären, hatte ich eine eigene Fotografieklasse, in der die aus 8 Menschen genau bestand und alle waren Afghanerinnen. Waren zwischen 15 und 30, würde ich jetzt ungefähr sagen, und 6 davon lebten im Camp und 2 in der Mytilene-Hauptstadt. Genau. Leider waren die Kurse nur für 2 Wochen wirklich hier an diesem Ort, weil dann ziemlich schnell ein neuer Lockdown kam. Da gab es noch am Tag davor, für die Geflüchtete, sage ich mal unter Anführungszeichen, Provianttaschen zusammengestellt mit Essen, weil niemand wusste, was quasi was der Lockdown für das neue Camp bedeuten würde. Und es war nicht ganz klar genau, wie er geregelt wurde, wer raus kann, wer nicht und wie es quasi aussehen wird. Hier ist noch ein Foto von dem Abend, in dem es ein kleines, sage ich mal, Abschiedsfest gab, was aber eher von einer bedrückenden Stimmung, das eine sehr bedrückende Stimmung hatte, weil man gemerkt hat, was dieses Projekt für die Geflüchteten bedeutet, weil sie halt jeden Tag dahin gekommen sind und es einfach eine unglaubliche Abwechslung war oder sie auch auf jeden Fall da super viel draus gezogen haben und wurde ihnen das quasi wieder weggenommen. Es war nicht sicher, was überhaupt noch von den Kursen stattfinden würde. Genau. Ziemlich schnell war auf jeden Fall klar, dass die Bewohnerinnen nicht mehr aus dem Camp kommen können. Und aus den Kursen, die dann erst am Anfang so aussahen, wo wir noch alle an einem Ort waren, wurden dann ganz schnell, sorry, das geht gerade nicht mit dem Vollbild, wurden dann Online-Kurse. Das hört sich erstmal ein bisschen verrückt an. Und es war auf jeden Fall auch ein bisschen verrückt, weil es zum einen eine technische Herausforderung hatten, weil wir erstmal ganz praktisch eine App finden mussten, die wir alle hatten, mit der wir kommunizieren konnten. Genau. Das sah dann so aus, dass wir uns jeden Tag online getroffen haben und über Fotografie gesprochen haben. Sie haben innerhalb von einer Woche haben wir Fotogeschichten produziert, die Themen haben sie sich eigentlich eher selber ausgedacht. Manche hatten Lust, über die Situation zu berichten, andere hatten Lust, was zu machen, was sie nicht an die Situation denken lässt. Das war auf jeden Fall offen für jeden. Mir war ziemlich schnell klar, dass mein Anspruch nicht jetzt unbedingt war, ihnen großes technisches Wissen zu übermitteln, was schon von Refocus mir immer gesagt wurde, dass das ihnen wichtig war, aber zu der Zeit, in dem die Geflüchtete halt keinen Zugang, nicht mal zu einer Kamera hatten, weil sie in einem Camp wohnen, in dem man eigentlich auch überhaupt nicht fotografieren darf, fand ich es schwer, Leuten was über Blende oder Belichtungszeit zu erklären, wenn sie nicht mal eine Kamera wirklich in der Hand haben können. Vielmehr ging es in den Treffen oder ging es unter anderem um zwischenmenschliche Treffen, die auch
eine Regelmäßigkeit hatten in dem ganzen Chaos. Das hört sich jetzt alles schön an, aber die Umstände waren auf jeden Fall schwierig. Genau, es war Winter, im Camp war es eiskalt, es hat gewindet, es hat geregnet. Der Strom ist regelmäßig ausgefallen, dann sahen die Kurse plötzlich so aus. Und ich saß vor fast nur noch leeren schwarzen Kacheln, habe niemanden mehr gesehen. Teilweise waren die Kurse, war der Strom dann für 4 Tage oder 3 Tage weg, 1 Tag weg, und dann haben wir uns mehrere Tage nicht gesehen. Dann war natürlich die Frage, natürlich hatten nicht alle mobile Daten. Das wurde dann von Refocus sogar geregelt, dass sie einen mobilen Hotspot hatten mit Internet. Aber wenn es dann stürmig war, dann ging es auch nicht. Dann war die Verbindung die ganze Zeit weg. Auf jeden Fall, genau. Obwohl wir nur 4 Kilometer auseinander gewohnt haben, haben wir in 2 komplett verschiedenen Welten gewohnt. Genau. Mal kurz weiter gucken. Ich habe auf jeden Fall durch diese täglichen Treffen und die Fotos, die sie in einer Nachrichtengruppe die ganze Zeit geteilt haben, hatte ich quasi 24/7 Einblick in den Alltag der Menschen. Das meiste war aus dem Camp. Und es war auf jeden Fall einen sehr intensiven Einblick, den ich da hatte, und auch sehr bedrückend, da die meisten Menschen mein Alter hatten und wir ähnliche Interessen auf jeden Fall geteilt haben, aber sie sehr klar von dem System diskriminiert werden und dazu gezwungen sind, in einem Camp zu sitzen, in dem jedes Zelt gleich aussieht, in dem der Boden kein Zeichen von Leben irgendwie zeigt, der Sand die ganze Zeit rumfliegt, es ist nass, es ist schlammig, man lebt mit so vielen Menschen zusammen in einem Zelt und es gibt auf jeden Fall keinen Raum für Individuen. Die Menschen im Camp haben, also soweit ich es zu dem Zeitpunkt mitbekommen habe, haben 2-mal am Tag Essen bekommen. Das sah dann manchmal so aus. Viele von ihnen sind unterernährt und die Nahrung ist für die Kinder auf jeden Fall nicht geeignet. Die Menschen, die in dem neuen Camp gelebt haben, sind bis zu dem Zeitpunkt, als ich weggefahren bin, also im Januar, hatten nur wenige Zugang zu Duschen oder geschweige denn warme Duschen. Viele haben sich am Anfang so gewaschen oder dann am Ende hatten manche eigene Duschen gebaut. Genau. Aber also ich würde sagen, dass die meisten Menschen, die hier jetzt bei dieser Besprechung sind, die auf jeden Fall die schlimmen Bilder aus dem Camp kennen. Und habe ich eher Bilder von den einzelnen Menschen mitgebracht und würde gerne über diese Individuen sprechen, die ich kennenlernen konnte. Und da ist zum einen Masud, ein unglaublich lustiger Mann, der immer Witze gemacht hat und sogar auch in diesen trockenen Online-Kursen es fertig gebracht hat, alle zum Lachen zu bringen, auch wenn es nur ist mit durch irgendwelche Grimassen oder komische Lichtspiele, die er gemacht hat. Der aber auf jeden Fall sich unglaublich viel mit der Diskriminierung auseinandergesetzt hat und dem System und auch einer der wenigen war, der oft seine Wut darüber gezeigt hat, wie er das dann hier in diesem Bild ausgedrückt hat. Genau, und dann aber auch einfach den Alltag festgehalten hat. Dann war auch konnte ich auch noch Mortesa kennenlernen, ein auch immer gut gelaunter junger Mann, der mit seiner Familie im Camp gewohnt hat. Seine beiden Schwestern hatten schon Asyl und haben deshalb schon in der Stadt gewohnt, aber er und seine Brüder und seine Mutter nicht. Er hat davon geträumt, einmal professioneller Schwimmer zu werden und hat dann auch eine kleine Fotoreihe darüber gemacht. Unter anderem hier, wie er trainiert im Camp. Und
Er hat immer unglaublich viele Fotos von Sonnenuntergängen gemacht, von dem Meer oder der Landschaft, wo man irgendwie auch so die Sehnsucht nach einer Unbeschwertheit, fand ich, immer gespürt hat. Oder hier auch wieder Leute beim Kartenspielen, beim Meer oder beim Sport machen. Genau, ich habe vor 2 Tagen von ihm gehört, dass seine Brüder mittlerweile, ihnen wurde das Asyl abgelehnt und er hat noch immer keine Antwort. So ist die Ungewissheit auf jeden Fall nach mehr als einem Jahr noch immer ähnlich oder sogar noch schlimmer. Dann gab es auch oder gibt es auch noch Nargis, die jüngste und das einzige Mädchen in der Gruppe, die in dem Kurs, in den Online-Kursen immer die Dolmetscherin war und einmal das Englische von mir ins Persische übersetzt hat und dann wieder zurück. Für die anderen mindestens 10 Jahre alten Männern, die immer unglaublich neugierig und aufgeweckt war. Ich habe eine Geschichte von ihr oder Fotoreihe mitgebracht, wo sie ihre Situation darstellen wollte und will. Und zwar beschreibt sie halt einmal die Sehnsucht, wieder in die Schule gehen zu können, weil auf Lesbos einerseits die Bildungsmöglichkeiten für Geflüchtete sehr klein sind. Oder ja, fast nicht möglich. Dann genau hat sie ausgedrückt, dass sie immer damit zu kämpfen hat, dass sie immer wieder neue Leute kennenlernt und auch Freundinnen findet auf Lesbos, aber die dann immer auch wieder transferiert werden oder an neue Orte gebracht werden und dann wieder alleine ist. Man ist hier auch ein Bild zu sehen, wo sie mit einer Freundin telefoniert. Und dann das letzte Bild beschreibt, also meinte sie, dass sie immer das Gefühl hat, dass sie auf dem Sprung ist und nie weiß, wie lange sie an einem Ort bleiben kann, was sich auch quasi Wirklichkeit wurde, weil sie ans Festland transferiert wurde mit ihrer Mutter und ihren Schwestern. Und ich habe einen Satz mitgebracht, den sie mir mal geschrieben hatte. Und zwar hat sie gesagt, dass sie sich wünscht, dass alle Leute in dieser Situation und auch sie selbst normale Menschen werden und ein normales Leben haben werden. So oft wird dieser Wunsch auf Normalität geäußert und dass sie sich hofft, dass all diese schlechten Tage eines Tages zu Erinnerungen werden. So. Ich habe dann noch ein Porträt mitgebracht, was sie auch gemacht hatte, was ich unglaublich bewegend fand und unglaublich schön auch einfach. Und dann zuletzt Ahmed, ein unglaublich begabter Fotograf, der den Alltag festgehalten hat. Und zwar eine alltägliche Situation, aber auch ganz viel Sportmomente, die Kinder. Genau, was die Leute quasi den ganzen Tag so machen. Genau, er wollte oder will Sportfotograf werden. Deshalb gab es eine Tendenz zu sehr vielen Sportbildern. Und das ist auch schon mein letztes Bild. Auf jeden Fall will ich auch sagen, dass Massoud, Morteza, Narges und Ahmed nur wenige Beispiele sind für unglaublich viele berührende Menschen, die ich kennenlernen konnte und durch die ich einen sehr intensiven und sehr bedrückenden Einblick auch in ihren Alltag bekommen habe. Und ja, ich bewundere jeden Einzelnen von ihnen und wollte auch nochmal betonen, dass all diese Leute noch immer in der gleichen Situation sind wie jetzt schon wieder vor 4 Monaten. Genau, das ist meine Präsentation. Das mal stoppen.
Wolltest du noch was sagen, Ann, oder hast alles gesagt? Ja, danke. Ja, wir hoffen, dass wir mit den unterschiedlichen Beiträgen von uns dreien ein bisschen komplexeren Eindruck zu dem ganzen Camp gegeben haben. Und zwar das wichtig, praktisch alles drei darzustellen. Ich will mal sagen, wie schlimm die Zustände sind. Wobei, möchte ich nochmal betonen, das Schlimme ist die Aberkennung der Rechte. Zu sagen, wie Menschen, dann von Chiara schon, wie Menschen, geflüchtete Menschen, in dem Fall auch Frauen, sich zusammenschließen und gemeinsam dem es entgegensetzen. Und dann in dem Beispiel von Ann nochmal, was für starke Menschen das teilweise sind, die es schaffen, unter diesen Umständen zu leben. Gern können wir noch Fragen beantworten, falls es welche gibt. An eine von uns oder an alle. Haben wir offensichtlich alles erzählt? Keine Frage offen gelassen? Das ist auch schön. Wir haben ja ein bisschen gesagt, okay, so wie ist die Situation jetzt und was kann Mensch tun? Dann wollen wir doch dazu auch noch mal was sagen. Mensch kann ganz viel tun. Mensch kann auf alle Fälle erstmal hinschauen. Mensch kann nicht geschehen lassen, dass die Relocation-Programme vorbei sind, dass die Menschen da jetzt bleiben sollen. Und vorhin im Chat kam ja die Frage, wie ihr unterstützt Leute in der Stadt, dürfen die dann aus dem Camp raus? Ja, noch wohnen tatsächlich auch Leute in der Stadt. Aber ab, 31, also ab Juli sollen Menschen keine Unterstützung mehr bekommen, wenn sie nicht im Camp wohnen. Das heißt, irgendwie kriegt es der Staat, er wollte eigentlich ein geschlossenes Camp irgendwo in der Walachei bauen. Das klappt nicht so richtig. Jetzt machen sie ein geschlossenes Camp mit anderen Mitteln. Sie zwingen die Leute in das Camp, kein Asylverfahren, keine Unterstützung, wegen Corona nicht aus dem Camp raus. Das heißt, sie zwingen die Leute in das Camp. Worauf ich hinaus wollte, ist, der Druck muss aufrechterhalten werden, dass Europa die Menschen aus den Hotspots aufnimmt. Das geht nur durch politischen Druck. Und dazu sind an diesem Wochenende bundesweit Protestcamps. Leider ist an diesem Wochenende in Hannover keins, aber das nächste ist spätestens in Göttingen und an vielen anderen Städten. Wer da sich informiert und da vielleicht mal vorbeigeht, das ist eine gute Aktion. Der Druck muss aufrechterhalten werden. Wenn ihr sagt, okay, gut, dass das Leute machen, dafür habe ich keine Zeit, aber ich wäre bereit, ein bisschen Geld zu geben. Ich würde gleich nochmal Spendenkonto in Chat geben. Die Informationen teilen, dann, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn es darum geht, dass diese sechs jungen Leute für den Brand, für das Versagen der EU ihren Kopf hinhalten sollen, jeder Aufschrei dagegen ist wichtig.
auch hier interessant. Ich will noch mal eine kleine Sache sagen. Ich habe mich mit den Freundinnen von den Minderjährigen getroffen, mit einem ganz interessanten jungen Mann auch, der mir seine Geschichte erzählt hat. Der hat in dem Camp Karatepe, was jetzt geräumt wurde, gewohnt. Und der wurde gefragt, sie haben alle Familien, die da gewohnt haben, gefragt, was sie für Pläne haben. Und er hat gesagt, er hätte gesagt, er will in Griechenland bleiben. Er will nicht nach Deutschland. Und warum nicht? Weil es in Deutschland sehr lange dauert, bis er arbeiten kann. Er weiß inzwischen, wie schlimm die Zustände für Menschen, die geflüchtet sind, in Deutschland auch sind. Auch hier, es reicht nicht damit, dass Leute aufgenommen werden in andere europäische Länder. Auch dort vor Ort ist es wichtig, dass die Leute gerechte und faire Bedingungen haben. Das ist im Moment überhaupt nicht der Fall. Wir, Ann und Chiara und ich, sind ja hier in Hannover aktiv bei einer Gruppe, die heißt Hannover Solidarisch. Wir besuchen im Moment unregelmäßig Menschen, die hier im Abschiebungsgefängnis Langenhagen sind. Jetzt zum Glück häufig bei Skype. Man könnte ja denken, es ist Corona und es finden keine Abschiebungen statt. Nein, es sind Menschen im Abschiebungsknast und es finden Abschiebungen statt. Wir begleiten auch Leute mit zu den Behörden, damit sie da eine einigermaßen faire Behandlung bekommen. Aber zu dem ersten Punkt möchte ich noch mal sagen, Niedersachsen hat sich ja entschlossen, dass bestimmte Abschiebungen wie nach Afghanistan nicht stattfinden. Also Menschen, die in Niedersachsen wohnen, nicht abgeschoben werden. Aber Niedersachsen hat sich bereit erklärt, dass andere Bundesländer aus Niedersachsen abschieben können. Es hat einen Abschiebeflug von hier nach Afghanistan gegeben. Und es soll am 18. Mai einen Abschiebeflug geben. Dazu wird es eine Veranstaltung vom Landtag geben am 11. Mai. Naja, ich könnte noch ziemlich viel aufzählen, was Mensch alles so tun kann, aber vielleicht gibt es ja doch noch Fragen oder eine von euch möchte noch was ergänzen. Falls noch im Moment jedenfalls niemand Fragen hat, ein bisschen Zeit ist vielleicht noch und alle können noch mal sacken lassen und in sich gehen, würde ich dann einfach noch mal darauf hinweisen wollen, oder du hast es gerade schon gesagt, die Kundgebung vom Landtag am 11.05., also kommenden Dienstag, 15.30 Uhr, richtet sich dagegen, dass Niedersachsen eben Abschiebungen, Sammelabschiebungen mithilft, dass sie durchgeführt werden, auch wenn aus Niedersachsen fast niemand nach Afghanistan abgeschoben wird, also gibt es schon auch, aber nur in Ausnahmefällen, wurde auch letzten Monat eine Sammelabschiebung von Hannover aus durchgeführt, also Hannover oder die Landesregierung hat den Flughafen zur Verfügung gestellt und es wird demnächst wieder eine Sammelabschiebung geben, eben nach Pakistan, wo eben auch wieder das Land Niedersachsen den Flughafen zur Verfügung stellt und grundsätzlich soll diese Kundgebung natürlich auch unsere, also grundsätzliche Ablehnung von Abschiebungen zum Ausdruck bringen. Wie gesagt, wer dann Zeit und Lust hat, dabei zu sein, am kommenden Dienstag 15.30 Uhr vor dem Landtag, Hannah-Arendt-Platz, das ist das eine. Und dann hatte ich ja bereits gesagt, dass nächste Woche dann noch eine Veranstaltung stattfinden wird, wo wir
also auch wieder von Solinet in Kooperation mit Flüchtlingsrat und Seebrücke Hannover, ein Online-Theaterstück zeigen. Das heißt, Die Falle von Riad Ben Ammar, der auch Aktivist bei Afrique Europe Interact ist. Und ja, das beginnt um 20 Uhr, Einlass 19.45 Uhr. Da findet ihr, falls ihr jetzt nicht sowieso den Link schon gekriegt habt, über das Medium, worüber ihr jetzt auch für diese Veranstaltung den Link oder die Einwahldaten gekriegt habt, findet ihr unter anderem dann auch eben auf der Seite von Hannover Solidarisch nochmal. Ich mache hier nochmal den Link rein zu Hannover Solidarisch. Genau, nochmal ein Hinweis darauf. Aber jetzt bin ich vielleicht erstmal nochmal still. Vielleicht gibt es ja doch noch ein paar Wortmeldungen oder ihr Referentin wollt vielleicht nochmal kurz was sagen. Okay, sieht nicht so aus. Aus dem Publikum kommt im Moment auch nichts. Dann sind erstmal alle, soweit, weiß nicht, von den Eindrücken sehr eingenommen und vielleicht auch ein bisschen sprachlos oder ihr habt das so erschöpfend auch alles behandelt. Genau, der Hinweis auf das Spendenkonto im Chat, ne, für NBK, No Border Kitchen und Wish. Über Spenden freuen sich alle. An der Stelle vielleicht auch noch ein Hinweis auf den Flüchtlingsrat Niedersachsen, der immer gerne neue Mitglieder haben möchte. Auch sehr hilfreich. Also wer da noch ein paar Taler über hat, um Mitglied zu werden, also nicht nur Fördermitglied, durchaus auch gerne sonst als aktives Mitglied. Ich stelle da mal einen Link von der Seite vom Flüchtlingsrat rein. Da findet man dann auch alle weiteren Daten. Freuen wir uns natürlich auch. Also der Flüchtlingsrat Niedersachsen. Okay.